PSN-Code kriegt ihr am schnellsten und besten bei VGO-Shop, ja. Die günstigsten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja. Nutzt Energie-Kappa für Rabatt. Link in der Beschreibung. Yo, servus Leute, was geht ab? Willkommen hier zurück auf No Hand Gaming zu einem neuen Video auf eurem Lieblingskanal. Und zwar, Who Am I? Und zwar mit Bossio aus Team Bossini. Hi, ich bin Bossio aus Team Bossini und heute ein Who Am I? Mein geliebter Mitbewohner. Wer ich bin? Ah. Ja. Das ist die Frage, die wir uns hier stellen. Genau. Ja, Leute, Who Am I? Das Ganze ist nicht mit einer aktuellsten Karte, Freunde. Wundert euch nicht. Erstens, weil ich vorproduzieren muss, weil ich in Manchester aktuell bin. Wenn ihr dieses Video seht, an diesem Sonntag, dann komme ich gerade zurück. Da bin ich gerade zurückgekommen, Freunde. Also ich bin gerade in Manchester gewesen, deswegen kam auch in den letzten Tagen nicht so viele Videos, wie ich euch schon gesagt habe. War auf jeden Fall geil. Danke für den Support auf dem Vlog, sage ich einfach jetzt schon mal. Aber heute wieder Who Am I? Und ich denke mal, ihr solltet die Regeln eigentlich kennen. Wenn nicht, werdet ihr es schon rausfinden. Aber grundsätzlich geht es einfach nur darum, dass wir herausfinden sollen, welche Karte gesucht wird. Beide gehen jetzt mal einmal auf ihre Karte, die gesucht wird. Und ihr seht schon, wenn wir jetzt beide wieder Kreis drücken, diese Karte muss gelinkt sein zu unserem Forrest Gump vorne rechts. Also er ist ja RM oder RF. Und er muss gelinkt sein. Nicht direkt, aber mit irgendeinem Link muss er verbunden sein. Mindestens ein Rating von 80 haben. Und dann werden jetzt nacheinander gefragt, ja oder nein Fragen. Und bei nein gibt es quasi einen Punkt drauf. Und bei ja gibt es keinen Punkt. Bei ja, und ja, zählt nichts. Und sobald der andere mit nein antwortet, gibt es einen Punkt. Die Differenz von den nein Punkten quasi. Ihr solltet es kennen, ja. Also man versteht es schon, man versteht. Ja, genau. Und wir haben jetzt natürlich auch so gemacht, dass man nicht mehr diese Nicht-Fragen stellen darf. Die haben euch letztes Mal so abgefuckt, die haben wir jetzt mit rausgenommen. Also die gibt es quasi nicht mehr. Ich würde sagen, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann würde ich sagen, du darfst anfangen bei mir zu raten heute. Ach, du, ich hätte auch nichts dagegen, wenn du anfängst zu fragen. Nö. Okay. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, dann werden wir bei Bosse natürlich auch eine Folge aufgenommen, Freunde. Link ist in der Videobeschreibung. Let's go. So, fangen wir mal an, deinen Spieler zu raten. Spielt dein Spieler hinter... Ah, ne, erstmal, welche Formation ist überhaupt? Ist es wichtig? Ja. 4-3-3. Spielt dein Spieler hinter dem Sturm? Ja. Super. Spielt dein Spieler hinter dem Mittelfeld? Ja. Okay. Ist dein Spieler ein Verteidiger? Ja. Super, gut, dann wissen wir schon mal, dein Spieler spielt in der Verteidigung. Wuhu! Korrekt. Geile Weiber. Spielt dein Spieler in der Innenverteidigung? Nein. Wusste ich. Super. So, ich habe jetzt einen Punkt quasi aufgeschrieben. Genau. Dein Spieler ist ein Außenverteidiger. Korrekt. Amor, geil. Okay, spielt dein Spieler in der Bundesliga? Ja. Okay, okay. Außenverteidiger aus der Bundesliga. Gut, das ist doch schon mal nicht verkehrt. Ah, Mann, ich kann dieses Format nicht. Da brauchst du ein bisschen Hirnschmalz, weißt du? Okay, okay, was sagt mein Gefühl? Komm. Mein Gefühl. Komm. Mein Gefühl komm. Sagt. Lass dir keinen Druck machen. Warte mal. Warte mal. Mana Mana. Piep, 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 piep. Mana Mana. Piep, piep, piep. Mana Mana. Warum lässt er dich so leicht aus dem Konzept bringen? Piep, 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 piep. Spielt dein Spieler in der Linksverteidigung? Ja. Easy, easy. So, dann haben wir einmal Alaba Baba, Zuba, Nico Schulz, Bent, Saracchi, Jedwacz, Kostic und Roussillon. So, wen können wir schon mal ausschließen? Also, Saracchi fällt, glaube ich, weg, weil ich glaube, den hast du nicht. Ganz einfache Frage. Ist dein Spieler eine Special-Karte? Ja. Gut, dann haben wir schon mal Alaba Baba, Zuba, Schulz, Bent, Saracchi, Jedwacz und Kostic. So, Kostic wirst du niemals spielen, weil der hat 39 Steff. Und der ist echt wack. Vielleicht würde ich ihn ja spielen, extra für dieses Format, weil es so unwahrscheinlich ist. Nein, du willst mich mit der Frage nur irritieren, das machst du. Ja, nicht. Vielleicht mal ist es halt alles umgekehrte Psychologie auch. Nein. Wer weiß. Nein, hör auf jetzt damit, ja. Nein, ich will dir nicht den Kopf verdrehen, ich will dir nur Tipps geben. Zuba hast du nicht vertauscht, jetzt bist du zu faul für, hast du eh vergessen. So, Nico Schulz ist der einzige Deutsche. Ist dein Spieler
ein Ausländer. Was für eine Frage, Alter! Digga! Ganz easy! Es gibt keine Nein-Frage! Also, ist dein Spieler ein Ausländer? Nein. Er ist kein Ausländer! Nico Schulz! Ja. Zwei Fragen. Zwei Fragen. Alter, scheiße. Alter, das war eine gute Runde. Boah, da... Okay, also, jetzt bin ich dran. Okay. Ja, es geht heute darum, einen Spieler von dir zu erraten. Ist dein Spieler vor dem Torwart? Jupp. Okay. Ist dein Spieler vor der Verteidigung? Nope. Ist dein Spieler... Warte mal, jetzt muss ich mal... Also, dein Spieler ist ein Verteidiger? Ja, macht Sinn, ne? Okay, wollte ich nur nochmal klar gehen. Ist dein Spieler eine Special-Karte? Jupp. Ist dein Spieler in einer europäischen Top-Liga? Jupp. Welche Formation spielst du eigentlich? 4-3-3 die dritte, aber ist ja eh egal. Okay, ja. Okay. Also eine Viererkette. Ist dein Spieler aus der italienischen Liga? Ja. Ich hatte gerade einfach eine Eingebung, weil ich es einfach aus Versehen gesagt habe, anstatt europäische Top-Liga, wollte ich italienische Top-Liga sagen. Okay, mein Head ist da. Also dein Spieler ist aus der italienischen Liga und ist Verteidiger. Ist dein Spieler Italiener? Nein. Ist er nicht, okay. Hat dein Spieler ein Rating unter 86? Jupp. Ist dein Spieler ein Innenverteidiger? Ja. Wenn du unter Spielersuchen auf Nationalität gehst, ist dein Spieler unter den Top 9 Nationalitäten? Du gehst auf Viereckspieler suchen, suchst auf Nationalität. Ist dein Spieler unter den Top 9 Nationalitäten? Ja. Ach, Mann, Digga, ich muss Risiko gehen. Ist dein Spieler eine untradable Karte in deinem Verein, so wie ich dich einschätzen würde? Ja. Er ist kein Italiener. Sag mal, hast du die Foot-Swap-Karte von Jesus? Ob ich die hab? Ja. Ich hab die mal gemacht, ja. Dein Spieler ist Juan Jesus! Nein! Ja! Ja, Mann! Das gibt's doch ja, nicht! Ja, Mann! Das Come back stronger! Bruder! Dann hat's keiner Bronze. Ach du Scheiße! Halt dein Maul! Halt dein Maul. Ja, wir sehen uns im Spiel, Freunde. Bruder, das so, ist echt krass, Alter. Volles Team bei Who the Fuck Am I? Continue! Das Weekend nicht gespielt, ne? Ja. Ja, ich hab 14 Siege geholt. Genau. Hallo, Ibims! Komm schon, Lalaland. Ja! Ey! Ey! Jawoll! Und Kanté. Und der ist heiß. Und der ist heiß. Digga. Elfmeter. Forest. Boah. Forest, Digga. Ist der Rechtsfuß, Linksfuß? Das war so klar. Das passiert. Boah, Flanke. Komm, ey, das ist ein ganz starker Brasilianer. Starke Brasilianer. Hoch. Jawohl, Eder. Ach, Kinder, da geht gar nichts. Das ist eine ganz, ganz schwache Leistung hier zur Halbzeit. Das ist eine ganz, ganz schwache Leistung, Männer. Die ersten 10 Minuten war gut, aber danach N'Golo. Wo bist du? Auf deinem Fahrrad unterwegs, oder was? Ein Schuss aufs Tor. Oh, Mata! Schiri, faul, jawohl! Von mir? Ich stand doch da nur, ihr Nichtsnütze! Genau deswegen, Alter. Kann nix, der kann nix. Das gibt's nicht. Ich stand... Ja! Ich stand da nur! Du blödes Spiel, meine ich. Ich bin monetarisierungsbereit. Blödes Spiel. Doofes Spiel. Doofes Menno, Mann. Aber mein Spieler Mensch. Stand da. Guck mal, die stehen da, Digga. Meine Spieler machen nichts, die sind AFK. Die machen nix. Die haben nur Bonus bei dir wieder. Ah, Mann! Sigler! Oh. Nur Bonus! Guck mal, die machen, Digga, das ist unglaublich. Das ist unglaublich, wie wenig die machen. Nein. Schieß! Ja! Schieß doch! Ja! Yeah. Oh mein Gott, ich krieg her! Soll mir mal jemand sagen, das läuft hier ganz normal? Da, dem schlage ich persönlich in... Dem schüttel ich persönlich die Hand. Ey, Kinder! Kanté, du bist schneller! Guck mal, ich hab nicht mal passend gedrückt! Hast du gesehen, wie er dir den Ball gegeben hat? Ja. Ich hab nichts gedrückt! Einfach. Will Elva kriegt er mal. Jawoll!
Muffin halt links. Ey, das Spiel ist so, das ist eins der schlimmsten FIFA-Spiele, die ich in den letzten Wochen gespielt habe. Da geht, die ersten 5 Minuten waren gut und dann ging gar nichts. Digga, 2 Schüsse aufs Tor. Dieses Spiel ist richtig verkrampft und dieser Kanté spielt wirklich, als ob er 2 gebrochene Füße hat. Oh, das ist unglaublich. Es geht einfach. Digga, der bewegt sich, als ob der in der 99 Beweglichkeit. Guck mal, und das in der 100 verdreckten Scheißminute. Ich kann nicht mal R2 drücken, um den Spieler zu wechseln, ne? Das regt mich auf. Nein. Das regt mich richtig auf. Das regt mich richtig auf. Nein, das ist ein. Guck mal, das zeichnet gerade das Spiel, dass es dann ein Eckentor sein muss, Digga. Von meinem Außenverteidiger. Ey, meine Spieler kommen einfach nicht hinterher. Guck mal, Digga. Das ist. Digga, bitte, ich will. Wie diese Spieler da abvisiert wurden, ist Gottes unwürdig! Mann! Das ist einfach nur lächerlich! Meine Spieler sind da, aber werden abvisiert! Mann! Lächerlich! Einfach nur lächerlich! Einfach nur lächerlich! Jungs, ich habe jetzt Benji mal kurz stumm geschaltet bei Discord. Alter, ich höre den 2-mal über die Kopfhörer. Und über die Wände, Digga, der brüllt wie ein Kern. Weißt du, es geht mir nicht darum, dass ich verloren habe, sondern wie lächerlich das Spiel war. Das war einfach nur lächerlich. Das war einfach nur lächerlich. Ja, kannst. Hast du umgestellt? Ja. Ich nehme den rechten. Welche Formation hast du? 4-3-3, ne? Rechter ZM. Das ist dieser Timothy Weah, der nichts geschissen gekriegt hat. Unglaublich, Alter. Ey, sorry für den Rage, Leute, ne? Aber da krieg ich wirklich Schmerzen, die sind nicht mehr auszuhalten. Da muss ich. Ich halte diese Schmerzen wirklich nicht aus. Dass dieses Spiel, ganz davon abgesehen, ob ich jetzt verloren habe oder nicht, ist mir scheißegal, Freunde. Aber wie dieses Spiel gerade hier lief, was FIFA abgeliefert hat, wirklich, das Spiel gehört verboten in jedem verdreckten Land. Da gehe ich gerne wieder im Kohlebau arbeiten, anstatt diese Spiele zu spielen. Ciao. Tschüss.